Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist für euch wieder der Thorsten. Ich sehe gerade, wir haben vergessen, die Rundumleuchten abzuschalten. Entschuldigung. Inzwischen haben wir tiefste Nacht. 1.10 Uhr. Es hat aufgehört zu regnen. Und wir hängen jetzt mal wieder unseren Trailer an. Und sehen dann mal zu, dass wir unsere Tour zu Ende bringen mit unserer Asphalt-Kaltfräse. Irgendwie habe ich gerade einen ziemlichen, egal, gerade einen ziemlichen blöden Winkel. Mal die Scheißdinger aus, Mann. So. Das heißt, habe ich nämlich genau das vergessen. Das heißt, hier durften wir nicht reinfahren. Wir sind hier rumfahren. Das heißt, wir müssen hier links fahren. Ist das korrekt? Genau, da hinten ist der Kreisel. Wir müssen hier links. So, getankt haben wir. Entschuldigung, getankt haben wir, ausgeschlafen sind wir. Also, Gummi, Husemummi. So klappt's. Ja, noch sind wir mehrfache Millionäre. Bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis wir die Milliarde zusammen haben. Ich wollte schon immer mal Milliardär sein. Oh, was geht denn da vorne ab? Eieieiei. Leck mich am Arsch. Ich weiß, man guckt nicht. Wir machen es trotzdem mal. Boah, Freunde, da kumpelt aber ein Acker. Ich bin, ja, nee, also ich würde, wie gesagt, bei Unfällen oder sowas niemals jetzt anhalten. Denn Gaffer behindern ja die Arbeit der Feuerwehr und so weiter und der Rettungskräfte. Aber hier im ETS kann man das ja mal machen, ne? Ja. Was brennt denn da? Lecker oder was? Halt die Klappe, ich muss gucken. Hättest du ja überholen können, du Banause. Ja Mensch, aber davon lebt die Promot. Genau davon. Das ist eben das, was quasi im normalen Spiel, lass die nicht rein. Das könnte noch so. Das ist das halt, was es ausmacht, was das Ganze dann lebendig macht, was... Ja, es gibt eigentlich, gerade auch durch diese Mods, durch diese Updates, die gemacht werden, es hat natürlich ständig irgendwas Neues zu entdecken. Das ist das, was anderen Spielen in diesem Moment quasi noch fehlt, was ich ja letztens schon mal gesagt habe, Fernbus-Simulator oder meinetwegen auch, dass ich persönlich so ein bisschen das Gefühl habe, dass ist die Ampel, hallo? So. Das ist zum Beispiel auf unserer Road nicht wirklich viele Dinge. Das passiert wochenlang irgendwie überhaupt nichts. Ich weiß nicht, wann ich die letzte Folge gemacht habe von Ingenskirchen hier, von, ja, On the Road. Der Fernbus-Simulator, ja, macht Spaß. Was ist im Prinzip immer das Gleiche.
Könnte man jetzt hier vom ETS frei auch sagen, es ist immer das Gleiche? Ja, aber doch irgendwie anders. Ja, aufgrund der Mods, aufgrund der verschiedenen Fracht, die du hast. Wird eine Streckenführung dann eben einfach oder nicht so einfach. Und das macht natürlich eine Menge aus. So, 393 Kilometer noch vor uns. Und wieder ein Flieger. Ja, Mensch, das war ja eben ein schöner Flächenbrand. Ne? Die Ernte kann er wohl vergessen. Ich würde mal interessieren, da fahren wir jetzt fast ein bisschen schnell. Ich würde mal interessieren, der Popcorn-Mais, der ist ja eigentlich trocken. Was passiert denn, wenn so ein Maisacker brennt? Aber dann hinterher haufenweise Popcorn da rumliegen? Oder ist der dann einfach zu feucht dafür? Nein, ich werde keinen Maisacker anstecken, aber es würde mich mal interessieren. Funktioniert das? Wird da so viel Hitze entwickelt, dass man sagen kann, okay, erst trocknet das Zeug und dann kommt es. Mal abgesehen davon, dass das entstandene Popcorn natürlich in den Flammen verbrennen würde. Mann, was ist denn los heute? Habe ich aber so im Moment so ein bisschen das Gefühl, die Kilometer gehen überhaupt nicht runter. Oh Mann! Ja, vielleicht sollte ich was trinken. So, überhole ich dich gleich, du Sandlaster. Schon zu schnell. Schon riskant hier, glaube ich. So, wenn ich mit dieser Tour fertig bin, werde ich mir dann nochmal einen schönen Traffic-Mod auswählen. Eventuell mache ich den anderen auch da rein. Weil, wie gesagt, hier von SCS, der reine Traffic ist mir auch schon reingekommen. Das heißt, es gibt in diesem Fall nicht Mod, auch wenn es so den Anschein macht. Aber so ein Unfall-Mod oder sowas, das wäre natürlich auch nice, dass man wirklich mal ja aufgehalten wird durch Unfälle, zum Beispiel, wo die Straße dann versperrt ist. Und so überhaupt, das lasse ich nicht sehen. Du fährst aber auch geschmeidig in die Kurve, wa? Es scheint zumindest wieder ein Stück, entweder ist das eine Autobahn oder es geht zumindest ein Stück zweispurig. Wer jetzt bremst, dann geht's. Da habe ich lauter Sand auf dem Fahrersitz. Eieieiei, der hatte mal einen guten Speed drauf, aber ich habe gar nicht... Show. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, das hätte auch ins Auge gehen können. Mist, verdammt. Das hätte auch ins Auge gehen können. Ja,
Der ist echt geschmeidig unterwegs da vorne. Das muss man ihm ja mal lassen. Ne? Polska. Also sind wir in Polen. Hm? So, dann muss ich mich mal wieder ein bisschen um mein Multiplayer-Profil kümmern. Da bin ich nämlich so katastrophal gefahren im Off, dass ich im Moment, ich weiß gar nicht, wie viele tausend Miese habe. Schauen wir mal. Ja, sehr gut. Das ist schnell. Na und? Und der nächste, jawohl, man gönnt sich ja sonst nichts. Ach, ist mir auch egal, ich habe genug Kohle auf dem Konto. Das Dumme ist nur, dass der Chef an den meisten Defizit einkann. Hier steht ein Krankenwagen. Auch schon wieder irgendwas passiert. Nee, DHL. DHL hat, Leitplanke will ich nicht sagen, aber hat die Straße verlassen. Aber ich finde es trotzdem interessant, trotz meiner, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, kleinen Grafikkarte, das ist die 750 Ti von Öfka mit 2 GB Speicher, das ist doch relativ wenig ruckelt. Das ist schon bemerkenswert. Ich weiß nicht, was das heute ist. Oh, was haben wir hier denn? Da habe ich jetzt ein bisschen gepennt. Etwas eigenartige Ecke hier, ja. Warschau, ja, da waren wir ja schon öfter. Wir fahren aber nach Gdansk. Wenn ich wüsste, was auf den Schildern steht, könnte ich mich auch dran halten. Oder Informationen rausziehen. Alle einfach, also fahre ich auch einfach. Und genau das wäre uns zum Verhängnis geworden. So, was ist mit dir? Lässt uns rein, will natürlich nicht. Fahr einfach weiter. Dass die stehen bleiben müssen, verstehe ich nicht. Warum? Soll doch einfach sein, Arsch von der Kreuzung runter bewegen. Muss man nicht verstehen. So, wir nehmen wieder Fahrt. Zwischendurch immer mal auf unsere Ladung gucken, ob die noch heil ist. Man weiß ja nie, ob wir irgendwo einen Angriff aus dem Hinterhalt hatten, den wir gar nicht bemerkt haben. Aber ich möchte das Ding eigentlich schon heiler ans Ziel bringen.
So, Sonne geht auf. Meine Güte. Ja, mag ja sein, dass er die Lieferung schnell erwartet. Aber ich kann nicht hexen. Ich kann nicht hexen. Ich fahre so schnell wie geht. Musste eine Runde schlafen wegen der Lenkzeiten. War also auch nicht anders machbar. Ich kann es also nicht ändern. Leute, fahrt doch einfach. So, blinken vergessen. Egal. Noch vor uns. So steht. Hä? Okay. Ist cool. Da, wo ich aufgewachsen bin, in einem Nachbarort, da gab es das auch mal, da stand, ich weiß gar nicht, was das für ein Flugzeug war, neben einem Möbelhaus war das. Dort hatte man eine große Propellermaschine abgestellt. Die hat, soweit ich weiß, sogar schon mal Saddam Hussein gehört. Jedenfalls, dieser Flieger stand dort und dort hatte man einen Café reingebaut. War ganz, ganz bekannt, Flugzeugcafé Preußisch Oldendorf. So, inzwischen ist es so, dass das Möbelhaus geschlossen hat, ist also nichts mehr. Und dieses Café ist eben auch verschwunden. Ich kann auch gar nicht mal genau sagen, wo dieser Flieger überhaupt liegt. Aber wenn ihr mal googelt, Flugzeugcafé Preußisch Oldendorf, da stand so ein Ding also auch mitten in der Pampa. Das war schon witzig, da wirklich mal so reinzugehen, sich da hinzusetzen, so diese ja, Enge, aber es hatte was. Ist der uns hinten reingeballert? Ja, und so entdeckt man auch hier auf der Provinz immer wieder neue Sachen, immer wieder neue Ideen, die umgesetzt werden. Also ich glaube, ja, es gibt PKW-Mods. Sie lohnen sich nicht wirklich, weil man kann damit nichts erreichen, außer eben durch die Gegend zu fahren. Aber ich glaube, selbst das ist auf der Provinz wirklich mal, ich hätte fast gesagt, auf den Sonntag sagt, okay, dann nehme ich mal mein Auto, fahre so ein paar Strecken ab. Man kann Erfahrung sammeln, man kann Strecken fahren, die man vorher noch nicht gefahren ist. Man sieht vielleicht auch viele tolle Dinge. Ist nicht verpflichtet, irgendwo anzuhalten oder so.
beziehungsweise irgendwo pünktlich anzukommen. So rum wollte ich sagen, ja, man kann mal anhalten, kann gucken. Ist vielleicht auch mal was, mal so eine Sonntagstour. So, hier ist auf jeden Fall eine Ecke, wo wir auch noch nicht gewesen sind. Hier ist also tatsächlich noch alles grau. Und ich hoffe inständig, wir kommen noch durch. Fräse nicht so anstellen, wenn die Straße nur eine halbe Stunde später fiedelt oder bängt. So, ja, noch ist alles heil. Aber es sind noch 60 Kilometer. Auf 60 Kilometern kann passieren. Das gibt es ja auch im realen Leben. Nicht? Man möchte morgens kurz mit dem Auto zum Brötchen holen fahren. Da sind vielleicht 2 Kilometer, die man da fahren muss. Und man nimmt dann mal fristlich den Umweg übers Krankenhaus. Gibt es alles. Passiert, alles gut, war ja keiner da. Ich hatte übersehen, dass es hier diese Abbiegespur gab. So. Also mit dem anderen Trailer hätten wir hier mit der Sicherheit schon. Irgendwas mitgenommen, behaupte ich mal. So, den Parkplatz brauchen wir jetzt gerade. Ich sag mal... Nicht... Hey, ich... Warum habe ich den Unfall verursacht? Und vor allen Dingen haben wir jetzt Schaden, oder? Ich habe den Unfall nicht verursacht. Ich finde das so unfair, dass mir hier jetzt die Kohle abgezogen wird. Für eine Sache, wo ich nichts für kann. Wenn der überholen will, dann soll er schneller fahren. Der ist uns reingerauscht und nicht andersrum. Ich hoffe, dass es bei den 0% Schaden bleibt. Jetzt fahre ich zurück und hole den aus seinem Auto. Dann kann der Gift brauchen, dieser Blödmann. Also bei sowas geht mir echt ein Draht aus der Mütze. Ich bin brav auf meiner Spur gefahren. Nicht mehr und nicht weniger. Ich habe auch keinen Unfall verursacht.
So, hier müssen wir offensichtlich rein. Wie es aussieht. Bin ich gerade. So. Ja, das ist, wenn man die Kamera umschaltet. Ich war jetzt gerade irritiert. Hau bloß ab mit deinem Scheißbulli, du Affe. Hier rein, ja. Da hole ich dann aber auch ein bisschen aus, glaube ich. Oder klappt das so? Also am Rand lang, haut das hin. Dank lenkbarer Achsen ist es so möglich gewesen. So. Wir sollen das Ding hin. Dich? Nee. Irgendwie sind wir hier falsch. Müssen das Ding hin, Mann? Ladebau wahrscheinlich, oder? Dürfen wir, Herr Busfahrer? Wunderbar. Das heißt, da muss ich hier rein. Ah, ja, das macht auch Sinn. Oh nee, oder? Das wird ja ein lustiges... So, weil... Irgendwie muss ich da jetzt rein. Schlachtschiff. Ja, halt die Grosche. Dass die nicht den Grund haben kann, ist doch nicht frei. Aussteigen, was wir brauchen. Gar nicht so schlecht aus, oder? Die Frage ist jetzt eben, sind wir noch pünktlich oder haben wir es fertig? Thank you.
gucken wir mal. Verspätet, ja, das war mir klar. Demnach ist Kohle weg, oder wie? Naja, immerhin noch 33.000. Abzug für Schäden, 1,4% wegen diesem blöden Bullifahrer. Wir haben sonst keinen Schaden gehabt. Wegen diesen blöden Affen 1,4%. Das muss man sich jetzt echt mal reinziehen. Das ist unglaublich. Eine Sache, wo du nichts für kannst. Naja, wie dem auch sei, wollen wir uns nicht weiter darüber aufregen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich aufs nächste Mal und ciao, ciao.